Hey, legst du Wert auf Datenschutz? Nutzt du vielleicht Google gar nicht und bevorzugst lieber die anonyme Suche DuckDuckGo? Hast du eventuell sogar den Browser von DuckDuckGo auf dein Handy installiert? Hey, dann solltest du dranbleiben, denn ich habe hier eine interessante Neuigkeit für dich. Mein Name ist René Steljes, ich bin Gründer vom RSIT-Service und heute muss ich nochmal ein News-Format rausbringen, denn es gibt eine Sache, die mich persönlich sehr, sehr erstaunt hat und die betrifft DuckDuckGo. DuckDuckGo spricht ja ganz groß davon, die anonyme Suche zu sein und hat dementsprechend für die Leute, die anonyme im Internet sein wollen, auch einen Browser für ein Handy entwickelt, wo halt alle Suchen über DuckDuckGo laufen. Nur, was die wenigsten wissen und was mich jetzt selber auch erstaunt hat, ist, dass dieser Browser Daten an einen Server weitergibt. Und zwar solche Daten, die es zulassen, dass ich ein Benutzerprofil erstellen kann. Das Ganze gucken wir uns mal ein bisschen genauer an. Also, von wegen anonym. Der Privacy Browser von DuckDuckGo gibt Hostnamen aller besuchten Websites an den Server von DuckDuckGo weiter. Das heißt, jede Internetadresse, die ich eingebe, landet auf einen Server von DuckDuckGo. Ist halt die Frage, warum machen die das? DuckDuckGo nutzt dies, um die FAF-Icons über einen externen Service abzurufen. Jetzt fragst du dich vielleicht, was sind FAF-Icons? Wofür ist das wichtig? Nun, berechtigte Frage. Da möchte ich einmal kurz drauf eingehen. Und zwar kannst du ja jetzt mal in deinen Browser gucken. Und dort, wo YouTube steht, hast du eventuell auf der linken Seite so ein kleines Symbol. Wenn du YouTube als Lesezeichen hast, dann hast du eventuell so eine kleine YouTube-Grafik da zu sehen. Das ist ein sogenanntes FAF-Icon. DuckDuckGo braucht diesen externen Service, um diese Grafik zu finden. Laut DuckDuckGo ist das Abrufen dieser Domain-Icons, wie man sie auch nennen kann, kompliziert und deswegen haben die das an einen externen Service ausgelagert. Gut, ist vielleicht eine Begründung, die man gelten lassen kann, aber interessant wird's, dass andere Browser benötigen dafür keinen extra Server. Die können das alle direkt auf dem Gerät und müssen nicht die Adressen an irgendjemanden extern weitergeben. Gut, DuckDuckGo geht natürlich hin und wie ich schon sagte, über den externen Service könnten Benutzerprofile erstellt werden. Aber laut DuckDuckGo wird dies nicht gemacht. Aber wirklich überprüfen kann ich das nicht, wirst du es nicht können. Fakt ist, die Daten werden dahin gemacht. Was dort denn mit diesen Daten wirklich passiert? Das ist das Geheimnis von DuckDuckGo und solange ich nicht auf die Server von DuckDuckGo gucken kann, würde ich mich nicht unbedingt darauf verlassen. Der CEO von DuckDuckGo, das ist Gabriel Weinberg, der reagierte und sagte, dass für ihn dieses Problem komplett neu ist, er davon bisher noch nichts gewusst hat und verspricht aber, dass in zukünftigen Versionen diese Funktion auch lokal auf dem Handy ausgeführt wird. Was bedeutet das für dich? Nun, wenn du wirklich anonym surfen möchtest und halt nach Möglichkeit ganz, ganz wenig Daten nach draußen geben solltest, dann musst du dir halt bewusst machen, dass der Browser von DuckDuckGo zurzeit noch Daten raussendet, die es zumindest zulassen, was man hier einem Profil erstellen könnte. Ich hoffe, dass es bald eine neue Version gibt, die das nicht mehr macht, aber aktuell ist es halt noch der Fall und darüber wollte ich dich einmal kurz aufklären. Was mich interessieren würde, wie hast du das eigentlich mit dem Datenschutz? Nutzt du auch spezielle Tools, um dich im Internet so ein bisschen anonymer zu bewegen? Oder sagst du, nee, also Internet, da bin ich eh Leser? Deine Meinung würde mich interessieren. Und hier unten, da findest du ein Riesenfeld für deine Kommentare. Und da kannst du mir gerne mal deine Meinung zu dem Thema reinschreiben. Natürlich darfst du auch diverse Fragen, die du vielleicht hast, reinschreiben. Und wenn das Ganze ein wenig professioneller sein soll, dann darfst du auch gerne die 0421 64 37 576 oder die E-Mail-Adresse service@freudeandert nutzen, mich direkt kontaktieren und wir können dann einfach mal gucken, dass wir dir wirklich professionell weiterhelfen können, so dass deine Fragen demnächst nur noch reine Antworten sind.
Sofern du es noch nicht gemacht hast, vergiss den Daumen nach oben nicht. Das zeigt mir, dass dich diese Videos interessieren und ich in diesem Bereich weitermachen kann. Und natürlich auch das Abo nicht vergessen, denn damit bekommst du solche News wie diese immer frei Haus, kostenlos geliefert. Und wenn du jetzt auch noch die Glocke drückst, dann bist du auch direkt von YouTube informiert, sobald es bei mir etwas Neues gibt. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und bis zum nächsten Video.